Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch die Solo-Variante für den RP-Cache zeigen. Da ja auch einige Leute mir geschrieben haben, ob es nicht auch irgendwie noch eine Solo-Variante gibt, weil die leider keinen Freund haben, der sich irgendwie einen Job gehen kann. Und ja, deswegen möchte ich euch auch jetzt mal eine Solo-Variante präsentieren. Die Solo-Variante, die dauert jetzt zwar zwei, drei Minuten länger als die normale Variante, aber ja, wenn ihr keine Freunde habt, dann könnt ihr auch gerne diese Variante ausprobieren. Begibt euch einfach zu irgendeiner Peyote-Pflanze auf der Map. Wenn ihr jetzt euch jetzt nicht wisst, wo sich eine befindet, könnt ihr euch auch gerne an diesen Ort hier begeben. Stellt dann ein, dass ihr den Spawnpunkt auf letzten Ort gestellt habt. Falls nicht, dann stellt das eben noch ein, auf letzten Ort, dann einmal Outfit ändern, dass ihr unten rechts die gelbe Ladeschnecke bekommt. So. Hat es dann abgespeichert, geht ihr einfach zur Peyote-Pflanze hin, frisst diese einmal. So, als nächstes einfach nur so für 2-3 Sekunden warten. Ihr müsst auch nicht unbedingt rumlaufen, einfach dann die Halluzination wieder beenden. Steuerkreuz nach rechts gedrückt lassen. So, sobald ihr dann gespawnt seid, einfach direkt Interaktionsmenü öffnen. Dann das Outfit wechseln, warten bis die Ladeschnecke verschwunden ist und dann einfach die Anwendung schließen. Also wir sind jetzt gespawnt. Dann, sobald ihr könnt, Interaktionsmenü öffnen, Outfit ändern, warten bis die Ladeschnecke verschwunden ist. Dann einmal die Anwendung schließen und GTA einmal neu starten. So, seid ihr dann wieder in der Lobby gespawnt. Dann begibt euch einfach wieder zu dem Ort hin. Und ihr seht, die Peyote-Pflanze, die ist immer noch da und ich kann sie wieder fressen. Ihr könnt euch ja auch jetzt mal die RPs merken. Also jedes Mal, wenn ich die Peyote-Pflanze fresse, bekomme ich immer 5000 RP. Ihr könnt euch ja einfach mal die vier letzten Zahlen merken, 6984. So, ich kann es euch jetzt noch einmal demonstrieren. Einmal die Peyote-Pflanze fressen. Ist wirklich ganz einfach und das kriegt auch jeder hin. So, sind wir dann gespawnt. Dann warten wir einfach gerade 2-3 Sekunden. Halluzination dann beenden. Steuerkreuz nach rechts gedrückt lassen. Dann warten wir wieder, bis wir gespawnt sind. So, sobald wir können, Interaktionsmenü öffnen. Dann Outfit wechseln. Warten, bis die grüne Ladeschnecke verschwunden ist. Ist ja verschwunden. Anwendung schließen. Und das Spiel neu starten. So, und ja, wenn wir jetzt in der Lobby wieder gespawnt sind, kann ich euch einmal die RP zeigen. Und ihr seht, jetzt habe ich die letzten vier Zahlen, sind es 1984. Und ja, den Glitch, den könnt ihr auch wirklich in jeder x-beliebigen Lobby machen. Und ja, Leute, ich hoffe, das kleine, aber feine Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.